Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Ich bin gerade dabei, meinen Reservemotor für den P70 hier neu aufzubauen. Und nachdem ich alles zerlegt und gereinigt habe, möchte ich doch hier mal kurz einen Überblick präsentieren, wie dieses Triebwerk im Detail aufgebaut ist. Es handelt sich ja um einen Motor, wie er in den frühen 30er Jahren entstanden ist, als DKW entschieden hat, die Frontwagenbaureihen, beginnend mit dem F1, aufzulegen und dafür einen Motorradmotor verwendet hat, der bereits in den großen DKW-Maschinen verwendet wurde. Wir haben also hier den Zweizylinder-Zweitaktmotor in der letzten Ausbaustufe, wie er nach dem Krieg im IFA F8 und dann halt zum Schluss noch im P70 verbaut wurde. Es gab auch noch andere Fahrzeuge, in denen dieser Motor zum Einsatz kam, aber im PKW-Programm waren es diese beiden Nachkriegsfabrikate. In ähnlicher Bauform kam der auch bei der Autounion im F89 zum Einsatz, wobei es da doch einige Modifikationen gab. An sich ist der Motor baugleich mit der 700 Kubik Baureihe der Meisterklasse, wie sie auch vor dem Krieg eingebaut wurde. Es gab da und dort kleinere Veränderungen und das ist quasi die Bauform, wie sie auch in den F8s der Vorkriegszeit ab 39 verbaut wurde. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Kurbelwelle, die zusammengepresst ist. Wir sehen das also hier auch, dass an den Hubscheiben der Kurbelwelle sieht man hier die Stellen, in denen das Pleuel verpresst ist. Das Pleuel oder beide Pleuel laufen in Nadellager, die man also nur tauschen kann, wenn man die Welle auseinanderpresst. Ich habe allerdings das Spiel der Pleuel gemessen und diese Welle befindet sich noch innerhalb der Spezifikation, die sagt, dass das Höhenspiel, also das Radialspiel, nicht über 3/100 gehen soll. Und ich liege unter 3/100. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Mittellager, mit dem auch das seitliche Spiel der Welle letztlich festgelegt wird. Und dieses Mittellager kann man teilweise zerlegen. Man kann also hier diesen inneren Ring, der hier über diesen Drahtbügel gehalten wird, den kann man entfernen und wird es so die Rollen des inneren Lagers tauschen können, sofern die Rollen ein Problem darstellen. Sind natürlich die Laufbahnen verschlissen, dann muss auch hier erst durch Auseinanderpressen der Welle das Ganze komplett aufgearbeitet werden. Dann haben wir an den beiden Wellenzapfen, wir haben also hier die Seite zur Dünerstartanlage und hier die Seite Richtung Abtrieb zum Freilauf, also Richtung Kette zum Getriebe. Und auf beiden Seiten ist diese Welle noch mit Rollenlagern gehalten. Das heißt, wir haben insgesamt hier eine Welle, die sozusagen dann 5 Hauptlager hat. Wir haben also innen hier dieses doppelreihige Rollenlager und haben dann an den beiden Außenseiten jeweils noch 2 Rollenlager. Diese Rollenlager sind unterschiedlich aufgebaut. Wir haben also hier Rollenlager mit einem festen Käfig. Die sitzen jeweils hier in diesen Flanschen drin und auf der anderen Seite laufen sie auf der Welle direkt. Die Flansche, der eine sitzt also hier, das ist also hier die Unterschale des Kurbelgehäuses. Wir haben also ein horizontal geteiltes Kurbelgehäuse und der andere Flansch sitzt hier. Das Ganze wird durch das zweite Gehäuse zusammengepresst und die Flansche sind jeweils noch mit Schrauben stirnseitig in beiden Gehäusehälften verschraubt. Auf dieser Seite der Welle haben wir ganz normale Rollenlagerkäfige, die man also praktisch hier so drüber schieben kann. Also einmal in die Position, einmal in die Position. Und dann werden die Rollen einzeln hier eingesetzt und der Flansch kann drüber geschoben werden. Der Flansch selber ist dann nach außen hin Richtung Dünerstartanlage mit einem Simmering abgedichtet. Diese Simmering-Abdichtung, die gab es auch noch bei den frühen Dreizylindern. Die
Die haben sich natürlich bei langjährigem Betrieb dieser Motoren dann nicht ganz so bewährt und müssen halt einfach gelegentlich ausgetauscht werden, weil wenn diese dann aushärten, dann bekommt der Motor dort Falschluft, weil im Zweitaktprinzip wird das Gemisch ja hier über das Kurbelgehäuse vorverdichtet durch diese Scheiben und gelangt dann über die Überströmkanäle im Zylinder, der also auf der Oberschale, die wir hier von innen sehen, oben drauf sitzt, gelangt das Gemisch dann in den Brennraum. Und von dort geht es dann über den Abgaskanal raus in den Krümmer. Ja, währenddessen wir also hier auf dem Wellenstumpf diese Käfige mit eingelegten Rollen haben. Die Rollen sind wiederum Normteile. Die Käfige selber habe ich jetzt in der konkreten Größe bisher nicht finden können. Haben wir auf dem anderen Wellenstumpf, also praktisch jetzt hier in diesem Flansch, diese Rollenlager mit dem geschlossenen Käfig, der die Rollen also festhält, sitzen. Davon gibt es ein schmales Lager, welches innen läuft, und ein breiteres Lager, was bereits im Bereich der Primärkette sich befindet, nämlich hier außen, wo dann hier nur noch der Freilauf kommt und hier dann die Kette sitzt, die auf die Eingangswelle des Getriebes geht, weil wir sind ja im Bereich der Motorradkonstruktion. Ja, was ist hier noch dazu zu sagen? Diese geschlossenen Käfige sind leider keine Normteile, die lassen sich also nicht in irgendeiner Form in den üblichen Shops besorgen. Das heißt, die sehen hier alle noch gut aus, die werden also weiterverwendet. Eventuell, wenn das gar nicht ginge, könnte man vielleicht auf so eine offene Bauform wechseln. Aber auch da müsste man erst diese entsprechenden Käfige in der richtigen Größe haben. Also eigentlich hat man hier kaum eine Chance, als alte Lager weiterzuverwenden, die aber eine erstaunliche Lebensdauer wohl aufweisen, weil ich glaube, dass seit Jahrzehnten diese Lager ja nicht mehr nachgefertigt wurden. Die Ersatzteilversorgung für diese Triebwerke ist ja schon viele, viele Jahrzehnte vorbei. Und so gesehen kann man hier immer nur auf Gebrauchteile zurückgreifen. Ja, was steht hier als nächstes an? Ich habe neue Simmerringe bestellt. Hier in dem rechten Flansch sind gleich zwei Simmerringe, weil hier muss in zwei Richtungen abgedichtet werden. Einmal muss abgedichtet werden, dass das Kraftstoff-Luft- und Ölgemisch nicht in die Richtung sich bewegt. Und zum anderen wird hier abgedichtet, dass das Getriebefett, das Fließfett, was sich auf der Seite befindet, nicht in das Kurbelgehäuse gelangt. Also sind hier zwei Simmerringe verbaut. Man kann das hier auch so sehen, die sitzen hier so drin. Und hier auf der Seite muss ja nur gegen Falschluft abgedichtet werden, Richtung Dünnerstartanlage. Hier sitzt praktisch nur ein Simmerring direkt an der Außenseite. Ja, die habe ich neu bestellt. Die werde ich natürlich wechseln, auch wenn die hier noch einen sehr guten Eindruck machen und augenscheinlich auch noch nicht sehr alt sind. Aber der finanzielle Aufwand für diese Ringe ist ja sehr gering. Also werden die in jedem Falle gewechselt. Und dann geht es hier wieder an den Zusammenbau, indem ich aber vorher, wenn ich die Welle wieder eingelegt habe, nochmal die anderen Spiele messe. Ich muss also nochmal messen, inwieweit die Welle Spiel radial hat in dieser Lagerung auf beiden Seiten. Das muss ich nochmal ausmessen. Und ich muss auch das axiale Spiel der Welle messen. Und erst dann kann ich das Ganze wieder zusammenbauen. Man sieht also hier, gibt es Passstifte, einen auf der Seite, einen auf der Seite, sodass Ober- und Unterschale vom Gehäuse exakt zusammenpassen sollen. Das Ganze stellt einen sehr kompakten Triebwerksblock dar, an den ja hier direkt auf der Seite das Getriebe angeflanscht ist, welches, wie schon erwähnt, über die Primärkette angetrieben wird. Das Getriebe habe ich bereits überholt. Da gibt es auch einen kleinen Film hier bei mir auf dem Kanal, wo ich das Getriebe kurz erläutere. Und sobald also der Motorblock wieder fertig ist, geht es dann an die weiteren Arbeiten. Ich möchte ja hier an dem Motorblock
Motorgetriebeblock, muss man ja sagen, versuchen, einen Kettenspanner zu basteln, der die Primärkette, das Spiel der Primärkette ausgleichen soll. Aus meiner Sicht so ein kleines konstruktives Manko, was man hier also bei der Auto Union oder bei DKW eigentlich nie vernünftig anders konstruiert hat. Wenn die Kette also zu lose wurde, dann sollte man hier dickere Dichtungen einlegen zwischen Motorblock und Getriebe, um sozusagen den Abstand hier zu vergrößern. Aber das geht natürlich nur in geringem Maße, ist sehr, sehr aufwendig. Deswegen gibt es in der Szene schon verschiedene Ideen, wie man hier Kettenspanner nachrüsten kann und dadurch einfach auch das Kontrollintervall, wann man diese Kette prüfen muss, verlängert. Wenn die Kette sich zu stark lenkt, dann passiert im schlimmsten Fall Folgendes, dass die Kette dann, die ja sich hier bewegt, dass die dann irgendwann hier an die Gehäuse anschlägt und dann laute Geräusche fabriziert. Man sieht hier da und dort an diesen Gehäusen auch kleinere Marker. Also es kann durchaus sein, dass dieses Gehäuse auch schon mal Berührung mit der Kette hatte. Ansonsten ist das hier also definitiv eine Nachkriegsproduktion des Gehäuses. Das kann man an verschiedenen Kennzeichen im Gehäuse, an verschiedenen Merkmalen feststellen, dass dieses Gehäuse hier speziell für den P70 verwendet wurde. Ansonsten, bis auf kleine Änderungen beim P70, haben wir hier nochmal zwei Bohrungen mehr für die Befestigung des Luftfilters. Ansonsten ist das alles baugleich mit der DKW 700 Kubik Meisterklasse Bauform. Ja, so viel hier als kurzer Überblick. Beim F89, den es ja einmal in der Version des Schnelllasters gab und dann auch als Personenwagen, gab es doch einige Unterschiede. So hat man dort die Kurbelwelle auf eine Vollwangenwelle abgeändert. Dieser Motor wurde auch dann zumindest im PKW mit einer Benzinpumpe ausgerüstet. Im Schnelllaster funktionierte das Ganze wie hier auch mit Fallbenzin, so dass es da eine gewisse Weiterentwicklung nach dem Krieg gab. Im Osten sind die Motoren mehr oder weniger baugleich verwendet worden wie in den letzten Vorkriegs-DKWs. Ja, so viel hierzu. Man sieht also hier die verschiedenen Stehbolzen, die dann auch den Zylinder halten, mit denen aber auch die Kurbelgehäusehälften verschraubt werden. Auf der Seite sitzt dann als nächstes der Rotor der Dynastadt-Anlage. Und das Ganze endet dann hier praktisch mit der Unterbrecherplatte. Und auf der Seite, wie schon erwähnt, sitzt zumindest bei allen Nachkriegsversionen im Vorkriegs. Bei den Vorkriegsfahrzeugen war das nicht bei allen Varianten der Fall, aber bei den Nachkriegsfahrzeugen sitzt halt hier als erstes der Freilauf. Deswegen funktioniert er hier auch in allen Gängen. Und über den Freilauf geht es dann per Kette zur Getriebeeingangswelle. Ja, das hier mal als kleiner Überblick, was ich hier gerade so auf der Werkbank liegen habe und was man halt auch nicht so im Detail immer wieder überall auseinandergenommen liegen sieht. An sich eine sehr clevere und einfache Bauform. Es funktioniert sehr gut. Der Motor läuft bei mir im P70 eigentlich vorzüglich. Hat für so einen kleinen Motor doch eine ganz außerordentliche Leistung und macht einen sehr soliden Eindruck, was den Aufbau und die Konstruktion anbelangt. Klar, wenn man natürlich die Lager direkt auf der Kurbelwelle laufen lässt, wie hier, dann muss man natürlich damit rechnen, dass bei längeren Laufzeiten dann sich hier auch ein gewisser Einlauf auf der Welle dann ergibt. Das ist natürlich der Nachteil dieser Bauform, wenn man keine geschlossenen Lager verwendet. Aber so ist das halt damals gemacht worden. Es war ja auch eine sehr einfache und preiswerte Konstruktion und die DKW-Frontmodelle waren ja sozusagen der Einstieg in die automobile Welt auch schon vor dem Krieg. Ja, so viel für heute hier von der Werkbank.